Leute, was geht ab? Frank wieder back mit einem ganz stabilen, freshen Rainbow SPB. So wie es der Name schon sagt, Leute, dürfen wir jeden Kartentypen nur einmal benutzen. Man darf maximal 3 verschiedene Icon-Varianten benutzen, sprich Totti-Icon, Thunderstrike, Golasso und was, der Geier was, aber nur maximal 3. Mehr als 3 ist verboten. Man kann auch Base, wie auch immer. Leute, das kann man nicht alleine aufnehmen. Wir haben einen Special Guest. Mach some noise für Fabio, Leute. Das geht, Freunde. Ich bin wieder mit dabei und ich freue mich auf dieses Rainbow SPB. Sehr geil. Yes, yes, yes. Leute, checkt auf jeden Fall gerne Fabio aus. Erster Link in der Videobeschreibung. Da haben wir auf jeden Fall auch ein sehr, sehr stabiles, ja, auch ein Rainbow SPB aufgenommen. Sehr, sehr witzig geworden auf jeden Fall. Ich würde sagen, wenn ihr das Ganze feiert, lasst auf jeden Fall, wie gesagt, einen Daumen nach oben dort und gerne ein kostenloses Abo. Willst du zuerst reinhalten? Soll ich zuerst reinhalten? Ja, dann halte ich mal als erstes rein. Ich wusste bei dir irgendwie so gar nicht richtig, was ich aufschreiben soll. Ich bin so ein bisschen auf den Ginola-Link gegangen. Ja, okay. Oh, das ist gefährlich sogar, sag ehrlich. Das ist ganz, ganz gefährlich, weil ich wollte neben Ginola auch eine Golasso-Karte spielen, aber diesmal eine Golasso-Icon, und zwar Cantona. Daneben im Mittelfeld mache ich weiter mit Fantasy Hero Julie. Und im linken Mittelfeld, das hört sich ganz crazy an, Franck Ribéry, Totti Icon. Boah, okay, krass. Nee, ich bin wahrscheinlich mit deinem Hassspieler gegangen momentan. Ich habe ja gehört, du bist Barca-Fan. Dembélé ist da wahrscheinlich ein bisschen auf deiner Liste von Spielern, die du nicht so gern magst. Die habe ich trotzdem aufgeschrieben. Dann noch Kylian Mbappé und Vinicius Junior. Boah, okay, geil. Du hast also 2 Franzosen aufgeschrieben, aber leider habe ich mich für andere entschieden. Also so verkehrt warst du ja nicht. Jo, ja. Du sagst es. Komm. Ich halte mein Board für dich hoch. Ich bin gespannt. 4-2-4, auch sehr offensiv heute unterwegs. Ja, bei mir ist es ein sehr interessanter Sturm, finde ich persönlich. Ich habe nämlich erstmal, ich habe ja Messi, ist eine Team of the Year-Karte. Und ich spiele daneben noch eine Toti-Karte, jedoch eine Toti-Nominee-Karte. Und zwar Banini. Also ich sage ehrlich, ist Stefania Banini. Wenn du die hast, verkaufe ich meinen YouTube-Kanal. Das ist krass. 87er-Karte. Und jetzt wird es meiner Meinung nach nochmal verrückter. Es geht weiter mit den Argentiniern. Und zwar spiele ich im Sturm UCL Road to the Final Martinez. Oh mein Gott, und ja, im rechten Flügel UCL Road to the Knockout. Ja, aber die Maria. Boah, crazy. Nee, das sind alle beiden. Ich habe Vinicius mit Manyman und Ribéry aufgestiegen. Alright, Leute, weiter geht's. Es geht ins Mittelfeld. Sehr, sehr interessante und wichtige Position. Ich habe keinen Bock zu verlieren, deswegen ich halte mal hoch. Ja, ich habe auch ein interessantes Mittelfeld. Ich sage, einen kann man maybe haben, der hat aber gar keine Connection auch zu den anderen, beziehungsweise beide haben gar keine Connection. Ich gehe nämlich in die Bundesliga, mein Lieber. Und zwar mit Goretzka Winter Wildcard und daneben Rosicki UCL Hero. Okay, ich dachte, du besser, du bist ein witziger unterwegs. Ich habe nochmal weiter Argentinier fleißig aufgeschrieben. McAllister und Zanetti. Geil, richtig, richtig, richtig. Das heißt, die kann ich alle behalten. Und bei dir, ich hatte gar keine Ahnung, was ich aufschreiben soll. Du bist bisher mit Icons und Heroes und so gegangen. Gar kein Schimmer. Ja, ist bei mir ehrlich immer ein bisschen das Problem. Ja, wir haben ja sehr, sehr gut mit Franzosen gebaut. Aber ich glaube, wir machen weiter mit Rabiot, Winter Wildcard. Ja. Das ist eine Karte, die man, glaube ich, nicht so auf dem Schirm hat. Wir dürften noch eigentlich einen Icon mit benutzen. Aber ich sage ehrlich, ich lasse es erstmal. Ich nehme Majri. Wer ist das? Fantasy mit auf jeden Fall. Ja, nee, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach mal Kimmich aufgeschrieben. Der ist mir in den Sinn gekommen. Und dann noch Yaya Touré. Ganz random. Vielleicht hast du es geschafft, mich zu verwirren. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin jetzt deinen Frankreich-Film weitergegangen. Wir werden sehen. Wir werden sehen tatsächlich. Links, Verteidiger. Oh, jetzt habe ich immer ein bisschen paranoia, weil ich habe hier immer echt geile Karten. Aber ich habe mich für Lizarazu, Champions League Hero Karte entschieden. Eigentlich wollte ich Kachaugu spielen, aber Kachaugu wirklich viel zu obvious. Und in der Rechtsverteidigerposition würde ich liebend gerne Cuadrado Food Birthday spielen. Das kannst du auch gerne machen. Ich habe rechts tatsächlich einen mit C, aber Klaus, der hat ja so eine Totzkarte. Und Linksverteidiger Bompastor. Ich war eigentlich gut dabei links, aber schade. Safe. Komm, ich halte für dich hoch. Ich habe 2 Spieler von Bayern aufgespielt. Oh, ja, das könnte krachen. Alphonso Davies ist natürlich links am Start. Kann schon sein, dass du den hast. Und rechts habe ich aber jemanden, den hast du eben schon erwähnt. Zanetti, du wolltest ihn im Mittelfeld für mich aufschreiben. Ich spiele ihn aber auf RV. Machst du gut. Ich habe ja tatsächlich Sascha Boje und Alphonso Davies aufgeschrieben. Ja.
Deswegen kommt da ein sehr stabiler, schöner Innenverteidiger hin. Aber willst du Linksverteidiger, nicht den Torwart? Achso. Ich bekomme mir rechts. Julie, nee, pack mal einen Torwart hin, sorry. Wir vergessen. Julie wird rechts auf linken Tor. Oh Mann. Wir kommen zu den letzten Positionen und ich habe noch mal ein paar coole Tipps für dich. Ich halte mal rein. Wir müssen eventuell, wie du gemerkt hast, ein bisschen auf unsere Serie A achten. Und ich sage so, ich darf ja vieles nicht benutzen. Aber ich habe hier Bastoni, Showdown Plus SPC mit Upgrade abgeschlossen. Sehr, sehr wichtig. Der Mann wird hoffentlich auf jeden Fall spielen. Dann habe ich in der rechten Innenverteidigung. Wir dürfen noch eine Icon nehmen, weil wir Stand jetzt nur zwei haben. Deswegen ich entscheide ich mich auch jetzt auch hier für die Icon. Das wird Yashin. Und im Tor werden wir. Ja, dann werden wir spielen. Das ist die Frage jetzt. Die Frage aller Fragen. Wir werden wieder. Ich habe nur ihn. Ich muss ihn spielen. Scheiße, ist nicht gut. Lovie spielen müssen. Ja, den kannst du aber tatsächlich spielen. Ich bin mit Maignan gegangen. Frankreich Torwart war gar nicht mal so schlecht. Und dann hatte ich noch Cordoba und Hinchapi waren auch einfach random Tipps random reingeschossen. Das ist ja gerne. Cordoba habe ich echt kurz überlegt. Da dachte ich mir so, nee, lass mir so. Ja, okay, das heißt Full Team für mich. Vielleicht habe ich Glück und kann nochmal jemanden bekommen. Mein Board ist für dich oben. Ja, ich habe mir eine coole Tots-Karte gekauft. Und zwar ist das ein Argentinier, der gute Romero. 600k, der Mann mich gekostet. Rechts daneben Mascherano Food Fantasy. Und im Tor gehe ich, weil ich ja schon zwei Toti-Versionen sozusagen habe, mit der dritten Toti-Version der Toti-Icon, Petre Cech. Testigen, Araujo, Rüdiger. Jo, da darfst du alle deine Spieler aufbehalten. Maria, jetzt aber über Lautaro. Jetzt aber über Lautaro, komm schon. Lautaro! Junge, die kommen nicht so geil, wie ich mir das vorstelle. Jawohl. Es ist nur ein Pass. Es ist nur ein Pass. Hä? Junge, 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 das war lucky. Nein! 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 Oh mein Gott. Wichtig. Was macht Petr Cech da? Egal, besser als so habe ich nochmal die Chance, ihn wenigstens zu halten. Nein! Endlich, Digga. Lautaro, 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 setz dich durch. Hä, legt ihn sich zu weit vor, ich kann das nicht mehr. Banini, Banini und die macht ihn rein. Stark, stark, stark. Spiel bereit machen. Oh, super Ball. Boah, da kommt keiner mehr hinterher. Simula. Oh, boah, Tschech. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Was? Tschech. Wie kommt der da dran? Ja, das war schwer. Hey, Tschech ist zu gut. Das Spiel macht keinen Sinn. Oh. Oh. Nein. Nein. Stark, Jungs. Schade. Achel, Di Maria. Di Maria, der kann auf jeden Fall noch Fußball spielen. Boah, Messi speist den aber auch ein, das ist zu krass. So gut, dieser Messi. Nein, ich wollte glänzen. Oh mein Gott. Oh, Ginola, mit Einsatz, Digga. Mit Einsatz. Was meldest du? Mit Einsatz. Oh, geiler Ball nochmal. Lautaro, er macht ihn nicht. Ey, es war Last Minute. Kopfball, maybe Kopfball, der kommt wirklich. 3 zu 3. Es ist wirklich das Last-Minute-Tor. Das sehen die meine Augen. Oh mein Gott. Es ist zu krass, was die meine Augen sehen. Hä? Ehrlich, ohne Sinn. Erster Elfmeter mit Leo Messi direkt. Mit Leo Messi direkt. Mit Leo Messi. Oh mein Gott. Oder bist du mein Kopf? Das ist nicht gut. Elfmeter, das ist gar nicht gut. Ehrlich, kein Spaß. Oh, du anscheinend auch. Oh, jetzt muss ich mir was überlegen. Jetzt muss ich mir was Vernünftiges überlegen. Oh, Banini stark. Nein, schon wieder. Ach man, Lautaro. Ich glaube, wir müssen mit Kraft einfach. Mit viel Kraft. Okay, stark. Jetzt
Sicher, ganz sicher. Die Maria nochmal mit viel Kraft und den macht er auch wieder. Das wird ein spannendes Elfmeterschießen, ich sehe das schon. Ich muss jetzt einen halten, komm schon, Julie. Ja, richtig, das war einer zu viel in die Mitte. Jetzt Rosicki. Rosicki, konzentrier dich, volle Kraft. Und den macht er stark. Ich war stark in der Ecke. Oh, Mann. So, Leute, Team steht. Das sind echt ein paar, wo schon gut wehtun würde. Ginola, Cantona, Ribery, Yashin. Ja. Ist viel. Bro, was hast du für eine Forma? 4-4-2. Die 4-4-2, okay, gut. Dann, ja, würde ich einfach mal sagen, ich nehme... ich habe irgendwas in der Verteidigung angepeilt. Ich glaube, irgendwas in der Verteidigung wird es werden. Ich glaube, der Linksverteidiger stand mein Bronzemann, dann wähle ich den bei dir. Oh mein Gott, Quadrado für Birthday. Hättest du linke Verteidiger gesagt, Ribery, Totti, Icon. Boah. Ah, so bin ich noch echt krank gut weggekommen. Okay, Leute, ich habe den SBC. Alright, Leute, ihr seht es, das Team um Quadrado steht. Der geht jetzt rutschen. Leute, ich lasse Fabio auf jeden Fall die letzten Worte. Ich muss auf jeden Fall mehr FIFA spielen. Die Niederlage wäre echt crazy. Ja, hat mich gefreut, dabei zu sein. Elfmeterschießen, immer was Lustiges. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen. Ihr wisst, all so ein Kram. Lasst Liebe hier da. Und ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao, ciao.